als Kürbisgulasch. Zutaten für ca. 4 Portionen sind 500 Gramm Kürbis ohne Schale, ich verwende am liebsten einen Butternusskürbis, die gleiche Menge Zwiebel, also ebenfalls 500 Gramm, ca. 80 Gramm Knoblauch, je nach Schärfe, 1 bis 2 Esslöffel Tomatenmark, Paprikapulver, Salz, Pfeffer, Öl zum Anbraten und etwas Sauerrahm. Optional 2 Paar Debreziner oder Frankfurter für diejenigen, die nicht ganz ohne Fleisch auskommen. Zum Aufgießen benötige ich außerdem einen halben bis dreiviertel Liter Gemüsefond oder Wasser. Ich beginne mit dem Schneiden des Zwiebels. Der Zwiebel wird grob zusammengeschnitten. Den schneide ich zuerst in 2-3 Teile und dann hacke ich ihn am liebsten mit einem Zillis. Wenn der Knoblauch und der Zwiebel geschnitten ist, beginnen wir mit dem Gulaschansatz in reichlich Öl. Wird der Zwiebel langsam goldbraun angeschwitzt. Das dauert einige Zeit. In der Zwischenzeit beginne ich mit dem Kürbis. Dieser wird zuerst in gefällige Stücke geschnitten, dass er sich gut schälen lässt. Der Kürbis wird so geschält, dass auch die grünen Streifen unter der Schale weggeschält werden. Der Kürbis wird ungefähr in 2 cm große Würfel geschnitten. Der Zwiebel goldbraun ist, kommen 2 Esslöffel Tomatenmark dazu. Dieses wird kurz mitgeröstet. Den Knoblauch dazugeben und den Herd zurückdrehen. Paprika nur bei geringer Hitze mitrösten, das sind ungefähr 2 gehäufte Esslöffel. Kurz vorsichtig rösten und ungefähr mit einem halben bis dreiviertel Liter Wasser oder Gemüsefond aufgießen. Gulaschansatz so jetzt ungefähr 20 Minuten köcheln lassen. Jetzt würzen, etwas Pfeffer und Salz. Ist der Gulaschansatz gut durchgekocht, wird er mit dem Stabmixer gemixt. Wieder aufköcheln lassen und den Kürbis dazugeben. Etwas gut umrühren und ca. 5 Minuten schwach köcheln lassen.
optional für diejenigen, die nicht ohne Fleisch auskommen, den Stück geschnittenen Debreziner Würste dazugeben. Noch einmal ca. 5 bis 8 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit nehme ich einen halben Becher Rahm, den rühre ich mit derselben Menge Wasser glatt. Zum leichten Binden und um das Ausflocken zu verhindern, einen Esslöffel Mehl in die Rahmwassermischung. Die Rahmmehl-Wassermischung jetzt in das Kürbisgulasch einrühren und noch einmal eine Minute dahin köcheln lassen. Noch einmal kosten und abschmecken und bei Bedarf mit Salz und Pfeffer nachwürzen. Wieder gut umrühren. Den Herd abdrehen, Deckel draufgeben und mit geschlossenem Deckel noch einmal vor den Anrichten 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Jetzt geht's zum Anrichten, eventuell mit etwas Sauerrahm und Petersilie ausgarnieren. An dieser Stelle kann ich dann nur noch sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, liked es und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit.